Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 1. Wir befinden uns nach wie vor in der Taverne hier mit der Schwester von Robin Hood. Eigentlich wollten wir aber gerade wieder mit Kalkstein quatschen, also machen wir das. Was macht die denn da? WTF. Das ist ja mal geil. So, super gemacht von CD Projekt. Naja, ansonsten ist das Spiel dafür super geil. So, also mit Kalkstein wollten wir quatschen. Was führt euch hierher? Ja, wir wollten quatschen, habe ich schon gerade gesagt. Fragt ihr die Leute immer, ob ihr sie untersuchen oder Autopsien an ihnen vornehmen könnt? Natürlich nicht, aber ihr seid ein Mutant. Eine wissenschaftlich erzeugte Verbesserung. Etwas Unnatürliches. Das erklärt alles. Nee, nichts für ungut. Ich bin nur neugierig. Annie. So geil, dass er die Stimme aus einem Star Wars-Typen hat. Braucht ihr die Hilfe eines Hexers? Ja, lest die Anzeige, die ich draußen aufgehängt habe. Aha. Ich wollte euch über Alchemie befragen. Ah, endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt. Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange. Ich bin nicht von hier. Außerdem, wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden, bräuchten sie euch nicht mehr. Ha! Typische Kurzsichtigkeit. Hexer, Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Und wisst ihr auch warum? Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen. Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie, die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid. In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt. Nur durch sie könnt ihr essen, atmen, ausscheiden. Mehr noch, sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich. Alchemie ist Leben! Wechseln wir das Thema, bevor die Bauern auf die Idee kommen, uns auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Der Wissenschaft kann man nicht das Maul stopfen. Aber gut. Was wollt ihr wissen? Ja, der Wissenschaft vielleicht nicht, aber dir, Kollege. Naja, dann fragen wir ihn mal aus. Über Alchemie kann ja nicht schaden, mal ein bisschen was über Alchemie zu wissen. Und deswegen würde ich sagen, ja, reden wir mal ein bisschen mit dem und fragen ihn hier aus. Aber sonst nichts zu tun. Kommen wir ja nicht rein nach Wisima. Genauso wie er. Ha! Wie kommt ihr an eure alchemistischen Grundstoffe? Ihr braucht Ausrüstung, damit ihr das korrekte Destillat erhaltet. Ich persönlich benutze einen Destillierkolben, verbunden mit einer Retorte, einer zusätzlichen Rektifiziersäule und einer Kühlspirale aus Kupfer. Und wenn ich gerade keine verbundenen Destillierkolben zur Hand habe? Ah, verstehe. Feldforschung. Olaf sollte einen anständigen Wodka oder Brand haben, der als alchemistischer Grundstoff dienen könnte. Aha, interessant. Na, eher weniger, aber gut. Oh, dann fragen wir, ja komm, egal. Nee, wir fragen ihn jetzt aus. Ich wollte jetzt eigentlich aufhören, aber eigentlich interessiert mich nicht so wirklich. Aber gut, vielleicht kriegen wir da irgendwie noch Wissenswertes zu hören. Kalkstein ist jetzt auch nicht unbedingt ein unwichtiger Charakter, sage ich mal. Ist jetzt auch nicht der wichtigste, aber gibt unwichtigere, zum Beispiel diesen Wirt, mit dem wir vorher geredet haben. Woher bekomme ich die Zutaten? Wenn ihr selbst Komponenten beschaffen wollt, braucht ihr Bücher mit Zeichnungen und Beschreibungen der Zutaten, die man aus Pflanzen und Tieren gewinnen kann. Fahrende Händler wären eine Alternative, aber die ziehen euch das Geld aus der Tasche. Wenn ich Ungeheuer, Gewebe oder Organe brauche, also ich wende mich da an einen Hexer oder Jäger. Ich interessiere mich für Formeln. Oh, fertige Formeln sind selten und schwer zu finden. Ich rate euch, experimentiert und wandelt Rezepte ab, die ihr schon besitzt. Die meisten Leute unterschätzen den Wert der empirischen Methode in der Wissenschaft. Was klärchen? Ich denke, ich habe genug gehört. Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, Kollege, ich bin Hexer.
Ich muss auch noch andere Sachen machen, als mit dir reden. Legt wohl. Oder lass sie bleiben. So. Sollen wir uns heute mal mit den Schlägern da beschäftigen? Wäre eigentlich mal eine Sache, oder? Ein bisschen mit denen catchen. Wäre doch mal eine ganz gute Idee. Aber ja, mal sowieso noch. Guck mal, hier sind noch so... Hier, Declan Leuwarden haben wir hier noch. Die Schwester von Robin Hood. Den Antiquar, mit dem haben wir schon geredet. Spieler, mit dem können wir spielen. Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der Glück in der Liebe hat. Aber ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Ich weiß ein wenig über das Spiel. Herr, ich würde gewiss nicht mogeln. Ich schlage nur ein ehrliches Spiel vor. Ehrlich? Wieso ich? Will sonst niemand mit euch spielen? Risiko ist euer täglich Brot. Es wäre mir eine Ehre, mit euch zu spielen. Meine Börse ist so leer wie des Schmiedes Blasebalg. Die Bauern hier haben nichts als Kohlköpfe zum Wetten. Ein Jäger, das war ein echter Gegner, liebte das Spiel, aber ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Wundert mich nicht. Zweifellos habt ihr ihn ordentlich ausgenommen. Ich will ganz offen sein. Er liebte hohe Einsätze. Aber die Würfel waren ihm von Anfang an nicht wohlgesonnen. Lebt ihr denn gut vom Würfelspiel? Das kommt ganz auf den Gegner an. In Vizima sind die Einsätze sicherlich höher. Wo in Vizima finde ich einen, der mitspielen würde? Falls ihr reich seid, dann im Neu-Narrakord. Ihr könnt es auch im Haarigen Bären versuchen, wenn ihr euch traut. Im Haarigen Bären? Interessant. Noch nie einen Bären ohne Haare gesehen. Wer ist dieser Jägersmann, gegen den ihr gespielt habt? Das muss ein großer Liebhaber gewesen sein, denn ich bin nie einem Mann begegnet, der solches Pech hatte. Er verlor viele Orens. Hütet euch. Er kommt gewiss sein Gold holen, wenn er mit Lieben fertig ist. Ich denke nicht, Herr. Man hat ihm das Verlieren von Weitem angesehen. Gewiss wagt er sich seiner Schulden wegen nicht mehr her. Tja. Oh, mit dem können wir gar nicht spielen. Lebt wohl. Ich muss gehen. Naja, okay, mit dem können wir also noch nicht spielen. Also doch noch kein Würfelpoker. Würfelpoker ist eben so ein Spiel hier, in dem man ein paar Orons gewinnen kann, aber auch verlieren kann. Eben je nachdem, wie viel Glück man hat, wie gut man ist. Niemand darf Vizima betreten. Ich weiß, dass das so ist. Ich wollte eigentlich mit dir reden, weil du ein Kaufmann bist. Und ein bisschen können handeln. Naja, reden wir erstmal mit der Schwester von Robin Hood, würde ich sagen. Seid gegrüßt, Hübscher. Ihr seht müde aus. Wartet. Habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Durch Zufall. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach, egal. Was kann ich euch bringen? Gar nichts, 13. Ist alles okay. Die Tussi hat die Stimme von 13 aus Dr. House. Also von... wie heißt die Schauspielerin? Scheiße, Namen vergessen. Olivia Wilde heißt sie. Nicht Tina Wilde, Olivia Wilde. Also wirklich eine Schauspielerin, die aus Dr. House. Nicht aus irgendeinem Porno. Also, was wollen wir? Bier vorerst nichts, aber würdet ihr euch einen Moment... Ja, komm, wir setzen uns mal eine Runde. Vorerst nichts, aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum, ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Oh, schade. Seid nicht zornig. Nur ein Blinder könnte euch ignorieren. Ihr habt wahrlich eine Art mit den Frauen. Was kann ich euch bringen? Ja, nix. Ah, mit der kann man handeln. Zeig mir deine Ware. Oh, die hat nur Scheiße. Die hat nur Scheiße. Da laufen wir mal. Wir können hier ein bisschen was verkaufen. Wie zum Beispiel die Blaubeere. So ein klein bisschen was können wir doch verkaufen hier. Das brauchen wir zum Beispiel nicht hier. Mittlerer Allerholgehalt. Oder Gänseschmalz. Oder? Ach komm, das behalten wir mal. Aber ein bisschen was von unserem Fressen können wir verkaufen. Ist auch nicht unbedingt alles. Immerhin, ja, so, das reicht, würde ich sagen. Zack. So, damit haben wir mit der Schwester von Robin Hood geredet. Ist aber scheinbar doch nicht die Schwester von Robin Hood. Die hier ist wohl nicht die Rächer der Armen. Noch nicht die Rächerin der Enterbten. So, da würde ich sagen, ballern wir uns jetzt mal rein, oder? Oder reden wir, ach, wir reden zuerst mal mit Declan Leuwarden. Endlich ein vernünftiger Mensch hier. Und ihr seid? Leuwarden, Kaufmann. Ich meine die Familie Leuwarden. Die Familie oder eine andere. Ich spüre, ihr habt Arbeit für mich. Leider. Mein Freund verschwand in der Höhle unter Vizimas Mauern.
Ihr glaubt, dass er tot ist? Ich weiß es nicht, aber ich bezahle euch 200 Orens, wenn ihr ihn rettet oder zu einem anständigen Begräbnis verhelft. Abgemacht? Aber sowas von. 200 Orens ist nicht gerade wenig. Auch nicht gerade viel, aber wir haben ja gerade mal 35 oder so, also ist 200 doch schon ein gutes Stück. Aber in seinem allerersten Satz waren schon zwei Fehler drin. Er hat uns nämlich einen vernünftigen Menschen genannt. Geralt ist weder vernünftig noch ein Mensch. Naja, aber abgemacht, wir sind dabei. Abgemacht. Mein Freund wollte die Quarantäne umgehen und Vizima betreten. Warum ging er durch die Höhle? Wir hatten gehört, dass dort Waren nach Vizima geschmuggelt werden. Ich werde mein Bestes tun. Seid vorsichtig. Mein Freund hatte nicht zum ersten Mal mit Ungeheuern zu tun. Wenn er tot ist, lauern dort sicher Gefahren. Ja, das wird auch nicht unser erstes Mal. Last der Vergangenheit. Dann schauen wir uns nochmal das Questlog an. Das ist Questlog, ne? Jawohl, ja, so. Von Monstern und Menschen. Der Angriff der Bestie hat den Jungen verängstigt. Er fiel in eine magische Trance und hatte eine Vision. Wie es scheint, birgt auch das Umland manche Mysterien. Um sie zu erkunden, muss ich den Geistlichen aufsuchen. So, Last der Vergangenheit, das ist das, was wir gerade gekriegt haben. Von Leuwarden her. Geheimnisse der Hexer. Ich hatte Glück und fand die Spur eines Mannes mit einer salamanderförmigen Brosche in einer Siedlung außerhalb von Vizima. Die Leute hier scheinen etwas über die Organisation zu wissen. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen, um zu erfahren, wo ich die Salamandra finden kann. Ich sollte mit den bekanntesten Anwohnern reden. Ja, das machen wir auch. Die Spur der Salamandra. Der Anführer der örtlichen Gemeinschaft, der Geistliche, hat möglicherweise Informationen über den Mann, der die Salamandra-Brosche trägt. Ich muss ihn so schnell wie möglich sprechen. Erstmal chillen, erstmal hier in der Taverne mit den ganzen Leuten reden. Also, wo sind sie? Ja, da, Shani und Alvin. Ihr habt mich gerettet, oder? Ich habe geholfen. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. Wieso kannte der die kaum? Komisches Kind, dieses Alvin. Dieses Alvin. Komisches Kind, dieser Alvin. So, jetzt haben wir's. Ja, die Shani schaut dem Schwein hier zu. Auch ganz interessant. Fernsehen des Mittelalters. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Ficken? Oh, mit der haben wir schon gesprochen. Oh. Interessant. Okay, das heißt, wir haben jetzt wir mit jedem... Wir sprechen uns noch. Ja, wir sprechen uns noch. Das heißt, wir haben jetzt mit jedem hier geredet. Da können wir nicht hoch, ne? Nee, oder was heißt hoch? Nicht rein. Aber ich glaube, hinter dran ist eine... Nee, hinter dran ist doch kein Treppe. Bla, bla, bla. Das sind alles Bauern und Kaufmänner und Reisende und bla. Und hast du nicht gesehen, hier können wir auch mit niemandem mehr reden. Dem wird vielleicht noch für Orens, aber das will ich eigentlich nicht mehr machen. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal wieder mit Let's Play The Witcher 1, meine Damen und Herren. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Beim nächsten Mal widmen wir uns dann diesen Faustkämpfern. Also, bis dann, bleibt dran und tschüss.